Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona. Like a Dragon. Infinite Wealth. Komm, wir hauen mal den da aufs Maul. The hell do you want? I'm gonna crush you. Alter, wo kommt denn der her? Nein, was hab ich gemacht? Nein, aus! Oh, jetzt hat er auch selber angegriffen, scheiße. Ey, warum ist der jetzt ausgewichen? Oh, wir sollten vielleicht den wegtun. Hat er nachladen müssen? Alter, ich bin entweder zu früh oder zu spät. Was hatte der? Kreuzschlüsselwurf. Sehr gut. Großer Segen. Alter, die sind ja überall schon. Guter Segen. Unglückssegen. Nein, du hättest alle erwischen sollen. You making fun of me? Barry is down. Oh. Alter, was war das jetzt? Ich hab die Heat-Action schon wieder komplett vergessen. Eisfragmente. Heidi-ho! Was ist da? Wenn du in der Stadt bist, da gibt's dir vielleicht Gelegenheit, etwas zu schenken. Hey, ein süßes T-Shirt mit Sushi muss kosten nur $10. Nein. Sehe ich gar nicht ein. Ach du Scheiße. 140 fucking 1000. Scheiße. Okay. Gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir einfach weiter. Da liegt was. Schatzsuche, ja, so kann man es nennen. Geldautomat. Ist da hinten ein König? Oh, es kommt eine Sequenz. Oh. Was ist denn? Nichts. Ich halte nur Ausschau nach Ärger.
Japan soll ein sehr sicheres Land sein, aber auf Hawaii kann es abseits der großen Straßen ganz schnell ungemütlich werden. Matta. Und glaub mir, mit den Leuten wirst du dich nicht anlegen, die wissen nicht, was ein fairer Kampf ist. Wächter der Stadt, besondere Gegner mit einem Kronensymbol über den Kopf verschwinden erst, wenn du sie besiegst. Die neue Bereiche öffnen, aber denk daran, dass sie viel stärker sind als andere Gegner. Ich kann mir vorstellen, dann versuchen wir sie zu umgehen und einen Kampf zu vermeiden. Klingt gut. Wenig Aufruhr in deinem Hotel. Ne, so kommt man trotzdem nicht vorbei. Wie ich das Messer so bekommen habe jetzt. Oh, Schatzsuche. Oh. Hey, Sahneschnitte, wollen wir zweimal verstanden? Ja, da muss. Ja, nee, da muss ich erst drüber nachdenken. Da hinten ist auch so einer. Kann ich da rein oder macht er mich platt? Nö, ich kann scheinbar rein. Ja, wo kann ich hier was kaufen? Ah, da. Aloha! Aloha! Vogelfutter. Das Geld haben wir $183. 320 TP? Alter! Thank you. Wie viel TP haben wir? Über 100? Aloha! Was zur Hölle geht ab? Thank you. The hell do you want? Oh mein Gott! Renn! Oh, ich hätte auch reingekommen, super. Ich drücke immer auf Ding, Alter, wegen dem anderen Spiel. War Lila Schwäche oder Stärke? Nee, ich glaube, das leuchtet schon so fies. Das lassen wir lieber. Surferladen. Holzbrett für 120. Ja gut, das 120 geht noch. Sicherheitsbrosche. Thank you. Der wohnt im guten Hotel. Koko da. Ja, ich Hotel ist ja ne. Ochizukanakute, gyaku ni nerene ki ga shite kita. Sorry, bud. のんきなやつだね。やられた。あいつスリだ。なんですって。おい、財布返せこの野郎。Alter, das sind drei riesige Leute und beklaust die echt.待ってやこの野郎。カズカ。土地勘のない俺らが闇雲に追っても拉致が開かねえ。ばらけて追い込むぞ。リトルジャパンの方はこの時間工事してるから追い込むなら南のビーチ側だ。よっしゃ、あの野郎をビーチで追い込むぞ。頼みます桐生さん、富澤。わかった。おう。Leben ohne eine gelegentliche Verfolgungsjagd. Welche Sinn hat es aus? Bewegst du da wie auf dem Bildschirm X zeigst und drückst Dreieck drückst. Someone else.
Ey, das ist wie beim Yagami. Der ist auch immer so drüber gesprungen, wo du denkst so, Alter, wie schafft man da das? Ja, wie halt plötzlich. Oh. ここは倒産。キルさん、中身確認してください。ああ、助かった。I don't recognize you. Did you come from the mainland? Yeah.Not here, a guy like me won't die of exposure. There's work here, too. At least that's what I heard. Kasuga, そいつを話してやってくれるか。いいんすか?警察に突き出すのも面倒だ。今日はいろいろあったからな。さっさと寝たいんだ。キリュウさんも結構優しいっすよね。もうすんなよ。ほれ、もう行け。ああいう連中は多いのか。地上の楽園なんて言われるけどよ、ハワイやアメリカで一番ホームレスが多いんだ。そのくせ物価はべらぼうに高い。噂じゃアメリカ本土の州が自分とこのホームレスをハワイに誘導してるって話もある。はした金をつかませて地上の楽園ハワイで人生をやり直そうって綺麗事を並べてな。要は自分とこから出た厄介者をこっちに押し付けてんのさ。その結果がさっきみたいなやつだ。地上の楽園、その実態はアメリカの吹きだまりってか。知ってるが、北太平洋には大きく4つの潮の流れがあるんだけどよ、ハワイはその渦の中心にあんだ。だからそのバカでかい海域に漂うゴミが全部ここに流れ着くのさ。文字通りハワイはゴミが流れ着く場所なんだよ。お情けをかけるのもご結構だけどよ、きっとあいつはまたやるよ。それしか生きる方法がねえんだから。Ist das in Hawaii? Ist das wirklich so? Das würde mich interessieren. Akane-san war 10日も前からあの家には帰ってなかった。大道ジッパーの調べによると、そういうことらしい。でも、千歳はそんなこと一言も。お前をはめたメイドだったな。はい。あの晩も Akane-san は明日帰るって言ってたんすよ。そもそもその千歳って女は本当にメイドだったのか。主人の客人、まして実の息子に昏睡強盗なんて仕掛けるわけねえだろう。でもよ、じゃあなんで千歳はあの家にいたんだ。Ich will an sich niemanden ausrauben。それは知らねえけど。真相は千歳本人に聞いてみるしかねえ。盗まれたままのパスポートの件もある。まずはその千歳って女を探すか。そうっすね。富澤、盗んだパスポートを金に換えるにはどんな手段がある。まあ業者に買い取ってもらうだろうな。業者？盗品を買い取る連中がいるんだ。パスポートの買い取りならまああいつだろうな。なんてやつだ。ワイキキストリートでクソまずいタコストラックを出してるジェフって男だ。タコスはあくまで表向きでよ、裏じゃスリやホームレスから盗品を買い取ってんだ。他人のパスポート買い取って何の得になるんだよ。さあな、どっかにおこなかししてるんだろ。千歳もそのジェフってのに春日のパスポートを売ったかもしれねえな。かもな。やつの裏稼業には日本人の客も少なくねえ。おかげであいつ日本語ペラペラだ。富澤、今からジェフのところに案内してくれるか。え、今からかよ。ああ、
手がかりがあるなら急いだ方がいい。Nachts um 10. 今日はもう無理だ。よりにもよって月曜の夜10時だからな。連中に目つけられたらしまいだ。連中？来てみろ。ちょうど出てきた。Stehen Sie schon? Was ist los? Nanda? Aitra? Hawaii no Mafia da. Barracuda da って呼ばれてる。ここら一帯は連中の縄張りだ。組織の規模も新参者の病とは比べ物にならねえ。面白いのは国も人種もごちゃ混ぜなところだ。普通マフィアってのは言語とか人種で固まるもんなんだがな。じゃあなんでバラクーダなんて集団ができたんだ。連中にも共通点がある。ほとんどが元ホームレスらしいんだ。ホームレスになった事情はそれぞれだろうが、その時の無念とか怒りみてえなもんは連中にとっちゃ人種とか言語よりよほど強いつながりなんだろう。月曜の夜から火曜の朝まで奴らはああやって繁華街を練り歩くんだ。ここは俺たちの縄張りだっつう無言なアピールってわけ。立てつく奴が言おうもんなら開きにされる。は？開き？連中を迂回してジェフって奴のところに行けないのか。リスク承知ならいけねえこともねえけど。あ、おい、あそこ見ろ。ああ、シャイス、unser Kumpel。いくらバラクーダがハブリーからって。Yeah, I'll take care of it. Hey! Excuse me. Not so fast, asshole. Beg your pardon. Thought you'd get away with it, huh? What's in your hand? My wallet, right?バカ、殺されるぞ。くそ、おせっかい野郎が。Sonst wären sie nicht Kasumon Ichiban.Sie haben in die Gasse im Norden geschleppt, ich muss mich beeilen. Bedrohliche Männer, sind das nicht auch so Barracuda-Typen? Schau mal. Du scheinst zum Glück hat Tomisa reichlich davon. Batterienladung. Ey, warum machst du so einen Sprung dabei, du Sack? Ich hab ihn nur retten wollen, bevor er überfahren wird. Oh, zu spät.おい、大丈夫か？待て、桐生さん。お前らは見ない方がいい、多分な。ああ、
あいつは大丈夫なのかよ。おい。ひでえ。マジで開きなのか。連中に見つかったら厄介だ。すぐにここから離れるぞ。急げ。立てるか。いいぞ。Fuck, das war echt übel, Alter. Ich glaube, so schlimm hast du es in den anderen Yakuza-Teilen bzw. in Like a Dragon-Teilen, glaube ich, nicht wirklich gesehen. Das war Barracuda's Misseshime. Zuschau Hiraki. Ich habe es auch in der Tat gesehen. Ich habe es nicht so schlimm gesehen. Ist das okay, Tomizawa? Das ist ein großer Problem.バラクーダに喧嘩を売って殺されたところで同情する奴はいねえ。警察だってうやむやに処理するだけだ。あんなのが野放しにされてるってのか。触らぬ神にたたりなしってやつだ。日本のヤクザだって扱いは似たようなもんだろう。悪いことは言わねえ。今日はもう引き上げよう。いくらあんたらでも連中丸ごと相手にすんな無茶だろう。あ、分かった。Ich find's aber lustig, wenn im Hintergrund irgendwelche Passanten angelaufen kommen, sich umdrehen und einfach auflösen, so: Oh mein Gott, ich hab so Angst, ich hab mich aus der Existenz geängstigt oder so. Barracudas, Mann. Hängst du dich immer noch dran auf? Oder dran, dass sie ungestraft davongekommen sind? Schmollen hilft jedenfalls nichts. Stimmt. Ich würde sie gerne fertig machen, aber wir haben gerade andere Probleme. Chef, von dem du gerade redest, das ist ein Hehler, ja? Richtig. Er hatte einen Taco-Truck auf der Waikiki Street, in Stück nördlich von hier, seid ihr startklar? Ja. Jetzt mir ausrichten, holen wir erstmal einen Reisepass zurück. Hä? Plaudern beim Schlendern? Was ist das schon wieder? Spazieren gehen durch die Stadt kannst du gelegentlich Gespräche unter vier Augen mit deinen Freunden führen. Sprechende Orte findest du auf der Karte, drücke 3, um solche Gespräche zu beginnen, genau wie bei Gruppengesprächen. Durch einen Walk and Talk. Eintrag im Bindungsbingo des Verbündeten und du vertiefst deine Freundschaft mit ihm. Du kannst dir aber als alle bereits absolvierten Walk and Talk am Treffpunkt über das Album ansehen. Ist das euer Scheiß ernst? No, Skull ってやつか。ハワイは通り雨多いと聞いてたが、こんな急に天気って変わるんだな。Tomizawas Idee. なんだ一番。寝不足か。ね。なんか寝つき悪くてな。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られるときにちゃんと寝とけよ。仕方ねえな。これ貸してやるから今夜使ってみる。あれです、これ Gegner。なんか睡眠薬とかか。そういうの。いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの？いや、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね？Das ist eine gute Idee. Morgen, talk mit meinem Freund erfährst, wird das. Ja, okay. Jutscha! Wenn er nicht schlafen kann. Das ist ein echtes Bingo-Buch, Alter. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das ist nur ein Scherz. Ich dachte, das ist einfach nur so eine Phrase, einfach mit so Bingo-Buch auffüllen und so. Alter, hier rennen ja mehr Schlägertypen rum als in dem japanischen Spiel. Heißt der eine Blödsinnbahn? ぶちかます向かうと敵なし。Der Tomizawa ist auf jeden Fall echt gut in den Rücken hauen. Ey, Alter, du läufst keine 2 Meter und überall stehen die Typen rum, die dich verdreschen wollen. Wer muss ich eigentlich gehen? Ah, ist gleich da unten. Show, shithead.
ハロー。ナッツオーカー。かかってきやがれ。ガンガン行くぜ。受けてみな。うわあ。よし。Presserdämon. Was ist hier? Nix. Ey, ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass auf der Steuerung nicht rennen ist, ey. Ich habe jetzt zu viele Dinge gehabt damit. Was ist denn das? Gibt's auch einen Bus? Hm? Torori Bus? Hawaii no Kankou Bus mitai na mon ka?バスに乗って島を見て回るのもいいかもな。Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, so ein Ding. Trolli sind eine großartige Fortbewegung auf Hawaii. Aussicht genießen oder Gespräche mit deinen Freunden führen, die nur hier möglich sind. Trollis fahren Haltestellen regelmäßig an. Warte einfach an der Haltestelle, um Zeit vorzuspulen, bis ein Trolli kommt.Kannst du den Trolley einfach über die Ausgangstür verlassen, wenn er an der Haltestelle steht. Du kannst den Fahrer ansprechen und ihn sofort zur nächsten Haltestelle gelangen. Passt schon. Noch irgendwer zum Hallo sagen? Nein. Chef's Tacos. Ah, Standardamerikaner.I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's got to be worth at least $70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine, tight ass. Yo, Jeff. Hmm? Tomizawa ka?久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか。いや。なんだお前ら。3日前、俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあ、どうだったかな。とぼけねえで教えてくれよ。おいおい、富澤。俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか。やっぱダメ。当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。ねだつ。ということだから金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ。なあ、相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。200倍。どっかで金稼がねえとダメか。まあでも、あの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ、千歳。おい、兄ちゃんたち。え？ずっと話聞いてたんだがよ。あんたらが探してる女は千歳っていうのか？ああ、何か知ってるのか？心当たりがあってな。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか。そうだよ、そう。そいつに間違いねえ。どこで見たんだ、おっさん。こいつだよ。ガリスローフキャンプ。これは風俗。デリバリーヘルスとかか。Chitose. Repound? さあ、ホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前、この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたら、さっき言ったチトセって女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃ、どうやらその店のナンバーワンらしいぞ。その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃん、ありがとうね。でも、なんでこんな有益な情報を俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としての良しみさ。
あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。Also wenn du mir auf eine Kneipentour gehst, dass Jeff auch die $30 geben können. Hi, Mushi Mushi. Gally's Love Company. Oh. Na, Mushi Mushi. Chirashi wo mite denwa shimashite. Eto, onna no ko wo yobitai in desu kedo. Eh? Omedetou gozaimasu. Okyakusama wa toten no 102 no okyakusama ni narimasu. Wahrscheinlich jeder. Tokubetsuni, konkai wa ryokin muryou de go annai shimasu. Un ga ii desu ne. Oh, scheiße, ist das schlimm. Maji ka. Arigatou gozaimasu. Dewa, okyakusama, onamae to ima iru basho wo oshiete muraimasu ka? Namae wa Kasuga. Basho wa ジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あの辺りは治安が悪いですからね。さぞやお困りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で、飛び切る日まで人気ないやつを一名、そちらに派遣します。え？嫌だな。ていうか、お宅の千歳さんでお願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。This is so cringe, man. じゃあ、千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。ください。なんだって。千歳で指名できました。今すぐここによこしてくれるって。そうか。だが、普通こういうサービスってホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあ、どうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外で会って一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。ふん、詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな、勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。 Oh shit。 お、来たみたいだぞ。え？え？どこかな。Ist die Oma auf dem... Oh mein Gott. Koko des! Hi? Hiya! Nanda? Kasuga-sama... desu ka? So da kedo yo. Omatase shimashita. Chitose desu. Koitsu ga Chitose ka?あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。やったな、カスカ。全然違う。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ。こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。
髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。チェンジですか？千歳、悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするせい、ぶん殴ってやる。おい春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。あの、千歳さん、危ないから下がっていてください。わーい、私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。 え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃねえよ。oh, ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。はい。別にしやれ。さっさと始めようぜ。Lass mich raten, dies ist eine Beschwörung? Ja, willkommen zurück in Pound Town. Zurück im Kampf für 1, wer der Gruppenanführer der Reihe ist, um meine Poundmates zu dir zu rufen. Poundmates sind mächtige Verbünde mit einer großen Vielfalt von Fähigkeiten. Es kostet aber Geld, sie zu rufen. Der genaue Preis hängt vom jeweiligen Poundmate ab. Stärkere Poundmates kosten mehr. Preis erhöht sich, wenn du mehrmals im selben Kampf Poundmates ruft. Steigt dein Mitgliedsrang. Mit höherem Mitgliedsrang kannst du bei den Anforderungen eines Poundmates zusätzlich Vorteile buchen. Beachte aber, dass die Option zur Stärkung des Poundmates zusätzlich Gebühren kostet. Oh, scheiße. Chitose Buster Holmes. Mit Vorteilen? Ohne Vorteile. Mitgliedsrang schüchterner Drescher. Zum nächsten Rang $3,000. Bestellung bestätigen. Hi, Larry Herbert. デリバリーよろしく。パウンドメイドプリンセス。デリバリー頼むぜ。ゴーチューぶちかま。あ、ディスさん、コンプレッヒー。ディスウッドローブ。Das ist ja geil, Alter. Nanda, Koizra, so ist der Anno Unna. Sie aus dem Nido? Sote, Todome des. Chicken to beef. Okonomi wa. Gomen na sei! Kore ni te, Muryo Campaign wa Shuryo des.次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。おお、それではグッバイ。ハハハハ、すげえな。何だったんだ一体。あ、バロンチトーズ。デリバリーヘルプ、いざという時に金払うと喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。We pound anyone. That's what I'm supposed to be pleased with. だが、千歳と会えたからよしとするか。Ich wusste schon, was die Nebenstory war. Das kann nicht die echte Chisose werden, aber Alter, wie geil. Poundmates ist größer geworden. Ach du Scheiße. Sieht so aus, als müsste irgendwie an Geld kommen. Hey, ich hab doch $30. 30 Mäuse? Verhandlungssache, aber ja, falls dir was wirklich sowieso klar war, ich bin pleite. Stimmt, ich hab auch nichts. Moment. Was denn? Hast du glauben, ich hab das Geld? Mann, warum hast du das nicht gleich einfach gesagt? Dann wäre das ja geklärt. Gehen wir schnell wieder zu Jeff. Naja, das löst vielleicht das Jeff-Problem, aber wir sind nicht... Warum ist das Fahrrad umgefallen? Ist danach erwartet.
Sollten uns so etwas in die Zukunft aufheben. Guter Plan, nie verkehrt ein bisschen Bargeld dabei zu haben. Zufällig für irgendwelche Nebenjobs möglichst unter der Hand. Oh, naja, was hast du denn schon so unter der Hand gemacht? Zelt mit dem Fahrrad herumfahren und Dosen aufsammeln, das habe ich gemacht, als ich obdachlos war. Okay, hey, wenn du Fahrrad fahren kannst, könntest du vielleicht als Lieferant durchschlagen. Oh. Was soll ich da liefern? Essen von Restaurants. Liefer-Apps sind hier eine richtig große Sache. Du musst nur die Bestellung abholen und zu Kunden bringen. Easy, oder? Die suchen ständig Fahrer, man verdient auch gar nicht so schlecht. Jedenfalls, wenn man fleißig ist. Essen rumfahren, das kann ich ja im Schlaf. Das kann ich mich bewerben. Du kannst dich einfach per E-Mail anmelden, dann zum Aloha Beach gehen, wenn sie dich auch genommen haben. Wobei, ich kann das mit der E-Mail für dich erledigen, ist noch einfacher. Wäre super, ich gehe so langsam schon mal zu Aloha Beach. So, dann bedanke ich mich an der Stelle schon wieder bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, Alter. Alter, ich spiele das jetzt so durch, ich liebe es. Ah, es ist so geil. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Like a Dragon, Infinite Wealth. Mach's gut und Servus.